Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. In der letzten Folge haben wir das Lager der Pioniere angegriffen sozusagen. Wir hätten uns wahrscheinlich auch irgendwie schleichen können, aber wir haben es nicht getan. Gute Arbeit, Mann. Was machen wir denn jetzt? Wieso ist das hier so hell? Na, dann mach es doch selber, wenn du so schlau bist. Ich hab dir gleich gesagt, wir sollten sie einfach töten. Die sagen sowieso nichts. Sie einfach töten? Hast du jemals an einem ihrer Fälle gehalten, an deinen Füßen knabbern? Die haben einiges zu verantworten. Nimmst du das nicht ein bisschen zu persönlich? Und du siehst wirklich nicht aus, als hättest du an einem Pfahl gehangen. Habe ich auch nicht. Aber meine Freunde. Ich mache nach einer Pause mit den beiden weiter. Wie viele Finger sind ihm denn noch geblieben? Mit den beiden? Wen haben die denn da? Und ich hoffe, du kommst jetzt nicht hierher. Oh, das ist ein guter Spot. Oh, das haben die nicht gesehen. Und die haben es gesehen. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, da jetzt hinzugehen. Wir tun es einfach mal. Auf Verdacht, dass er es nicht bemerkt. Ich kann dich nicht losbinden, Dude. Aber ich kann die Waffe hier nehmen. Oh, habe ich eigentlich noch mehr Waffen? Ich habe nur die Schrotflinte, ne? Ja, gut, dann... Alles gut, Kollege. Ich tue nichts Böses. Ich töte euch nur. Ich würde ihn ja gern freilassen, aber es... Keine Sorge, ich finde dich noch. Oh, ich habe eine Granate geworfen. Nee, das war eine Dose. Oh Gott, das war noch schlimmer. Womit schlage ich denn jetzt? Ah. Ich wollte ihn losbinden. Na gut, dann halt nicht. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich ihn mit meiner Faust losbinden. Versuch was wert. Ist das ein Kopf? Ist das dein Kopf? Nee, ist ein Helm. Achso. Ja gut, die anderen suchen uns jetzt. Dumm wie sie sind. Okay, das hat ein bisschen geleckt. Ah, ich muss Premiere ausmachen, glaube ich. Verdammt, Bruder. Von diesem Miststück ausgeschaltet. Ja, ich muss mal ganz kurz Premiere ausschalten. Funktioniert leider nicht so, wie ich es mir wünsche. So. Tja, jetzt steckst du tief in der Scheiße, Kumpel. Ich glaub nicht. Unser Mann hat's übel erwischt. Ich liebe diese Waffe, die ist so geil. Ich laufe nur noch damit rum. Aber das gönne ich mir trotzdem. Aber wir hatten ja zwischenzeitlich sogar eine Werkbank gefunden. Hatten wir unsere Tasche schon? Ja, hatten wir auch schon. Surprise. Ah, ich vergesse jedes Mal. Immer wenn ich Fallout gespielt habe, versuche ich Luft anzuhalten. Das brauchst du hier nicht. Das kannst du nicht. Oh oh. Da sind noch ein paar mehr. Oh, holy shit, da sind viele. Ich schleiche mal ein Stück zurück. Vor allem schleichen. Ich weiß gar nicht, wozu ich das überhaupt noch mache. Oh, diese Waffe. Ich liebe sie. Sie ist das Größte, was ich... Willst du mich verarschen? Was ich jemals hatte. So genial. Mist, ein Pfeil verschwindet. Oh, Molotow. Geh mal her. Vielleicht kann ich ja einen Molotow nach einer Gruppe werfen, wenn da eine Gruppe ist. Das ich muss mich so wieder an die Störung gewöhnen. Ach da. So, okay. So traurig.
Oh, wenn man einen Kopf erwischt und dann plötzlich passiert nichts. Ja, wenn ich im Haus bin, wenn du weißt, dass ich im Haus bin, wieso hängst du dann davor rum? Von wo? Was ist? Bist du das? Oh, hi. Auch Leute, die in Deckung sind. Oder einfach so. Ah, one-shotte ich sie. Oh, Gottes Willen. Wir sind alle da schön auf dem Haufen. Oh. Eigentlich wollte ich noch ein Stück nach links, rechts zielen. Okay, jetzt weiß ich, was das Problem wenigstens manchmal ist. Wenn du mit Controller spielst, hast du ja immer so ein Auto-Aim. Und wenn da jemand an dem Ziel vorbeiläuft, dann geht der Auto-Aim natürlich hinterher. And so. Oh, da ist noch einer. Da habe ich ihn durch die Wand schon gesehen. So. Ah, aus dir wollte ich eigentlich eine Stadtwache machen. Oh, Stadtwache. Ich glaube, der ist umgekippt noch, ne? Okay. Einer ist hier noch. Ich weiß, dass du hier bist. Ich glaube erstmal, die Waffe ist hier. Ach, der hängt da und ist verletzt. Oh, wie cool ist das denn? Jetzt ist er tot, er ist verblutet. Lol. Schade. Na ja, gut. Mal hier alles mitnehmen, was geht. Ja, das, wollte ich jetzt nicht machen. Ich wollte jetzt keine Leiche schlagen. Das wäre es gewesen, wenn man irgendwie als für den Erfolg, was hier nicht geht, Epic, danke, total friedlich sein muss und dann schlägt man eine Leiche und dann ist vorbei. Hm, na gut. Wenigstens können wir uns jetzt hier umsehen. Ach, da ging's raus. Oh, interessant, gut zu wissen. So, kann ich hier noch einen blenden? Ist die Waffe, die ich hier... Oh Gott. Wir sind überall Schleichwege. Und was mache ich natürlich wieder? Ich drehe natürlich wieder durch. Ach, der ist eh am Sterben. Lebt der etwa noch? Ich glaube, der ist gerade am Kopieren, schreit aber immer noch seine Parolen. Wenn ich jetzt sterbe, wäre es lustig. Auto-Aim? Okay. Auto-Aim hat nichts gefunden. Dann können wir uns jetzt hier in Ruhe und Frieden umschauen. Das hat ja auch was Positives, wenn man verkackt, ne? Kann sich in Ruhe umschauen und alles looten. Ich habe jetzt keine Pfeile zurückbekommen, ne? Ich will sehen, wie viel Munition ich habe. Naja, kaum Pfeile zurückbekommen. Das ist ärgerlich. Und dann muss ich die einzeln aufheben, weil die Köpfe, an die Köpfe komme ich ja nicht ran. Ich treffe ja meistens die Köpfe. So wie bei dem Kollegen hier. Hier ist deine Helmlampe. Hm. Schade. Ach doch, so bekomme ich meine Pfeile wieder, okay. Das heißt, ich muss wirklich nur die Leichen plündern. Zumindest erstmal alle finden. So, jetzt wird es auch dunkel, das heißt, für mich wird es auch noch leichter. Wieso? Nee, dich habe ich nicht umgebracht. Ach, die Pioniere und die was war das noch? Pfadfinder? Keine Ahnung, die andere Fraktion, die bekriegen sich tatsächlich. Aber ich dachte, das wären nur irgendwelche Fraktionen, die irgendwie zusammenarbeiten, aber dass die sich auch gegenseitig bekriegen und festnehmen und töten. Finde ich ein bisschen seltsam. Kann gut sein, dass das die eine Fraktion halt von dem Lehrer sind und die anderen, Banditen, die zugezogen sind. Was soll den denn? Kann ich wieder zurück, wenn ich da runterspringe? Ich glaube schon. Gucken wir uns das mal an, ohne zu sterben. Ich hab natürlich nichts mehr.
Oh, was war das? Was war das? Was soll denn der Scheiß? Da ist auch ein Schiffchen. Das Pferd. Aber was hat er gerade Mu gemacht? Das habe ich zu Tode erschreckt. Ach, hier hätten wir uns runtersneaken können. Irgendwas scheint hier noch zu leben. Ah, das könnte die Warnung sein, dass jemand im Dorf ist. Hm, so eine Warnglocke. Ah, ich weiß nicht, ob die jetzt am besten geeignet ist, im Wasser zu haben. Kommt doch einer einfach übers Wasser, macht die Glocke kaputt oder sind die auch kaputt? Aber irgendwas scheint hier noch zu leben. Ich habe hier diese Action-Musik. So, das ist alles meins. Dankeschön. Kriege ich wenigstens den Großteil meiner Pfeile wieder. Das wäre nice. Viele habe ich natürlich verhauen, das weiß ich. Eine Menge. Also 4 Stück habe ich bestimmt verloren. Auf ewig. Warte, das tauschen wir mal aus. So. Ja, ganz genau so habe ich mir das vorgestellt. Da hängt noch mein Pfeil drin. Wer lebt denn hier noch? Oh. Das ist eine große Tasche. Der wollte wahrscheinlich gerade abhauen. Da wurde er von den Pionieren erwischt. Das ist auch meins. So, wie viele Pfeile haben wir jetzt? Wir haben mit 33 oder so angefangen, ne? Ah, okay. Wir haben ja ziemlich plus noch gemacht. Schleichst du da gerade weg? Was machst du da? Ich erlöse dich, komm. Komischer Kauz. Na gut, das dürfte wohl der letzte gewesen sein. Habe ich da einen reingejagt? Wo ich überall Pfeile reingejagt habe? Also man kann die recht gut sehen und ich weiß, dass ich hier in diese Wand ein paar reingejagt habe. Ach da, sieh mal einer, guck. Und da habe ich auch einen reingejagt. Okay, haben den Großteil wiederbekommen. Sehr schön. Das freut mich doch. Ich frage es noch, leben hier noch mehr? Und vor allem, wo gehe ich jetzt lang? Ah, das ist gewollt, dass ich da lang gehe. Ah. Ja gut. Ich meine, wenn man das Spiel das erste Mal durchgespielt hat, wird der zweite Durchgang recht einfach, wenn man da einfach weiß, wo man hingehen muss. Dann kann man sich da halt direkt hinschleichen, ne? Das ist schon ein großer Vorteil. Und da ist eine riesen Kirsche, ja. Ich vermute mal, da wird der Oberhaupt sein, weil irgendwie sind die Priester immer die Oberhäupte. Ich hab Stimmen gehört. Oh, man hätte auch die Tür nehmen können. Wäre auch eine Option gewesen. Hast du noch was für mich? Die haben die abgefackelt. Ja, ich meine, verdient haben die es ja schon, ne? Na gut, gehen wir weiter. Müssen wir zum Boot? Ist das so? Jetzt schwimmen können wir ein bisschen da hoch. Wo ist eigentlich mein Kollege? Wo haben die den hingebracht? Ach ja, ich kann hier auf die Karte gucken. Es ärgert mich, dass ich da was vergessen habe. Also wir müssen doch zur Kirche. Frage, die ich mir nur stelle, ist wie? Da würde ich wohl schlecht entlang gehen können. Kann man hier irgendwie hochklettern? Das da sieht ziemlich verdächtig aus. Da ist eine Leiter. Wie komme ich denn da ran? Das muss ich dafür nicht auch abschießen, oder?
Oder hier oben ist doch ein Weg, den ich nicht gesehen habe. Das kann natürlich auch sein. Aha, das sieht doch schon richtig aus. Oder richtig, ja, besser gesagt. Wobei, ich bin ja schon wieder hier. Hä? Hm. Das ergibt alles keinen Sinn. Ich schleiche mich jetzt hier einfach vorbei, ist mir egal. So viel zu dem Thema. Also schön und gut, dass ich hier hin muss, aber wie? Kann ich einfach hochlatschen? Das bezweifle ich stark. Hä? Hey. Ich habe das Gefühl, dass die Leiter ausgefahren sein muss. Ich check's nicht. Ich meine, wenn wir den offiziellen Weg nicht nehmen können, dann nehmen wir halt den offiziellen Weg. Oder wir können das Bötchen zu uns holen. Weil die Kette zeigt in die andere Richtung. Oder kann ich dieses Boot hier nehmen? Ah. Okay, hast du mir anders vorgestellt, was jetzt passiert? Was geht denn hier ab? Dreckiges Tagebuch. Das Lager ist verlassen. Wo sind die Einheimischen, von denen die Jungs erzählt haben? Keine Felder, nichts. Verstecken sie sich alle im Wald? Wenn es so sein sollte, was bringt es dann, sie auszurauben? Tja, wenn der Boss sagt spring, dann springst du. Wenigstens sind die Moskitos jetzt satt. Einmal hörten wir in der Nähe des Flusses Schüsse und eilten dorthin. Aber das war nur der Rote, der einen Reh schoss. Dieser Mistkerl. Ich konnte mich kaum zurückhalten, wollte ihn fertig machen. Am Ende kehrten wir nur mit dem Reh zurück. Seit dem Morgen werden zwei Wachen vermisst. Ich muss zurück in den Wald sie suchen. Ich habe unsere Jungs gefunden. Sie waren mit Pfeilen an Bäumen gespickt. Achso, da bin ich. Er ist mir irritiert, wo ist die Stille? Die Kehlen aufgeschlitzt. Diese Bäume, diese Mistkerle. Wenigstens wissen wir jetzt, dass sie da draußen irgendwo sind. Die Gruppe von Roten verschwand, als sie losging, um die Kirche zu überprüfen. Da unten gibt es ein kleines Dorf, das ihnen als Versteck dient. Tja, ihr Mistkerle habt es so gewollt. Und ihr werdet sehr langsam sterben. Die Roten. Was sind die Roten? Was zur Hölle sind die Roten? Hört sich nach einer dritten Fraktion an, oder? Und nach irgendwelchen Ghoul-Viechern. Das ist eine Axt. Na ja, gut, mit dem Bildchen können wir nicht ausfahren. Finde ich sehr schade. Ja, ich habe so das Gefühl, dass wir an die Treppe nicht rankommen. Und hier komme ich wahrscheinlich auch nicht vorbei, oder? Scheint nicht so. Ah, hier super, komme ich überhaupt wieder weg. Hey, lass uns Open World machen mit Alpha-Wänden, damit die Jungs nicht alles machen dürfen. Ja, wie komme ich denn jetzt daran? So schon mal nicht. Man dürfte meinen, dass diese Erschütterung den Scheiß runtergetan hätte, aber nix da. Ja, und nu, was jetzt? Ich kann da mal rüber gucken, ja. Aber ist das seltsam? Oder gibt's hier eine Höhle entlang? Oh, was haben wir denn da? Ich habe, glaube ich, viel gefunden. Man sollte immer das Offensichtlichste nehmen. Da, wo es nicht lang geht, da geht's lang. Okay, bevor wir da reingehen,
gucken wir uns hier erstmal ein bisschen um. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir in Kürze mit dem Bär kämpfen müssen. Ich glaube, von da sind wir gekommen, ne? Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir herkamen. Ist alles so verwirrend hier. Aber wir versuchen einfach mal hier reinzugehen. Oh je. Notiz des Jägers. Wenn mir irgendwas stößt, dann sollt ihr Folgendes wissen. Bei der Ratsversammlung habt ihr meinen Antrag, euch Romans Sichtweise anzupassen, nicht zugestimmt. Ihr wisst aber alle, dass Toljan kurz vor seinem Tod sagte, dass er den Gebieter nur mit einem Molotow-Cocktail fernhalten konnte. Wie viele Leute müssen wir noch verlieren? Wie lange sollen wir noch vor diesem Monster davorlaufen? Vor dem Rat habe ich das nicht gesagt, aber ich sage es hier und jetzt. Roman, du bist ein Feigling. Ich werde den Gebieter verjagen oder sterben. Und dann werdet ihr wissen, dass ihr zwei Ausbilder mit eurer Feigheit umgebracht habt. Der Gebieter ist jetzt aber nicht hier, oder? Bitte nicht. Oh, das sieht nach Bosskampf aus. Oh, das gefällt mir nicht. Oh Gott. Ich will nicht. Oh Gott. Beide Fraktionen liegen hier tot. Das ist kein gutes Zeichen. Das ist absolut kein gutes Zeichen. Es ist der fucking Bär. Scheiße. Oh nein, es ist der Bär. Wieso durchschneiden? Fuck. So klar. Oh Gott, der kommt einfach durch. Oh, ich hab gedacht, ich bin hier in Sicherheit. Holy shit. Lauf um dein fucking Leben, Mann. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab hier ein kleines Problem. Molotovs, ich hab Molotovs. Deswegen haben die. Oh Gott, wie werfe ich Molotovs? Oh Gott, ich weiß nicht, wie man. Wie werfe ich mit dieser Steuerung Molotovs? Das ist ja. Ich habe auch nicht genug Leben mit eingepackt. Oh Gott, ich versuche gerade herauszufinden, wie ich Molotovs werfe. Hä? Ich habe es doch vorhin hingekriegt. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann habe ich herausgefunden, wie ich Sachen werfe. Ciao.